können uns noch ein gediegenes Meme-Rap-Video reingönnen. Und zwar Freundin geklärt. Okay, let's go. Freundin geklärt. Weil Mama hat Essen gemacht. Digga, warum steckst du deinen Döner? Mama hat Essen gemacht. Ja. Mann, ich sag immer wieder, wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, dann möchte ich unbedingt mir richtig viele Döner reinfressen. Ey, mein neues Girl kann einfach programmieren. Bruder, was? Nein, dreh dich nicht um. Okay. Ein Dirty, bitte. Bruder, was machst du da? Ich wollte ein Dirty. Raus. Ich wollte. Und was passiert eigentlich genau, wenn ich Kokain nehme? Hä, ist das die Stimme von Carmaniac? Subir Capella! Ich hab die Jungs hier eingeladen zum Essen alle. Wichtige Neuigkeiten. Ich werde Vater, Jungs. Nein. Doch, ehrlich. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Boah, Junge. Meine Stiefschwester ist schwanger. Nein. Wie lautet der Name? Würstchengulasch. Mal einer lustigen WhatsApp-Gruppe, in der du bist. Oh, da gibt's auch einige. Ich würde sagen, eine meiner Lieblings-WhatsApp-Gruppen ist die WhatsApp-Gruppe Würstchengulasch. Ach Gott, das ist so. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wem soll ich die Reifen wechseln? Bro, lerne erstmal zuerst, wie man eine Motorhaube aufmacht. Junge, Würstchengulasch, was ist das? Jetzt. Wir trinken jetzt hier Kaffee und die zwei sind noch im Bett und schlafen noch. Im Garten. Im Garten. Das ist so ein richtig schöner deutscher Tisch. Es liegt eine Fliegenklatsche auf dem Tisch, es gibt Kuchen, schöne Haarmilch. Let's go, das Leben wird genossen. Im Hintergrund läuft der Fernseher, ganz wichtig immer, wenn die ganze Zeit der Fernseher muss laufen. Deutsch. Wer kennt's nicht? Einen, auf den ich gehe jetzt duschen. Ein heißer Tag auf der Baustelle, du musst auf Toilette. Du gehst hier rein, alles schön und gut. Denkst dir, hier ist eine Tür. Was ist dahinter? Einfach Dusche lang. Spülmaschine. Ich weiß, wie du abnehmen kannst. Wenn sie abnehmen möchte. Wie denn? Schmink dich ab, dann hast du 30 Kilo abgenommen. Mach mal deine Augen zu. Siehst du was? Genau so ist mein Leben ohne mit dir. Ohne mit dir, geil. Schade, das schmeckt nicht so wie Cola. Das ist zuckerfrei, ich habe auf nicht gepasst. Und dann, ich habe gekauft und dann, jetzt trinke ich und dann. Dann schmeckt es nicht so wie gut Cola. Scheiße. Wir haben alle so einen Freund. Yeah. 45 km/h mit Roller. Niemand meldet sich. Lehrer ruft mich auf. Ich? Wladimir der G, so ähnlich habe ich mir meinen Cousin geklärt. Wir zusammengekommen sind, mehr oder weniger. Eli hat sein Handy genommen, ist auf WhatsApp gegangen und hat auf einmal den WhatsApp-Status geändert und hat das Datum eingegeben, was halt an dem Tag war. Er gibt so das Datum ein als Status. Ich so, Eli, was machst du denn? Also ja, das ist jetzt unser Jahrestag. Ab heute sind wir zusammen. Wie er einfach ja sagt. Na, meine Herren. Schwerstarbeit in der Sonne. Kannst du mal ganz kurz kommen? Ich habe eine Frage. Pass mal auf, ich habe den Hund von meinem Nachbarn gestern abgeknallt. Das war so eine miese Töle, der ging mir so auf den Sack. Kann ich den bei euch in die Grube schmeißen? Ja, ja. Da komme ich gleich mal. Ja, okay. Danke, ne? Ja. Tschüss. Ja. Entschuldigung, Bruder. Entschuldigung, Bruder, hättest du Bock auf einen sanften Zungenkuss? Hast du Bock auf einen sanften Zungenkuss? Bruder. Einen sanften Zungenkuss. Ja, Bruder. Lecki, lecki. Piss dich, Bruder. Komm, lecki, lecki. Nein, Bruder. Komm, Bruder. Ja, Bruder, eigentlich weiß ich nicht, Bruder. Was ist das? Was war das für ein Clip? Ich sage jetzt Jarak, ob sie mal auf einen Jarak mal drauf waren.
War ich, ja. Waren Sie schon auf einen Jagd drauf? Ja, und wie war das so? Das war sehr angenehm, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, weil es bestimmt 35 Jahre her ist. Ja, das war auf jeden Fall sehr angenehm. Und mögen Sie eher so große Jadaks oder so etwas kleinere Jadaks? Also wenn, dann noch größer. Wenn er noch größer. Brunstig und taufte diesen Knaben zum Flötenmann. Flötenmann, spielt die Flöte ram, ram, ram. Okay, so, wir gehen jetzt mal zu Daily Dose. Let's go. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Someone made this incredibly realistic wolf mask. Hä, Junge, das sieht aus wie mit so einem Filter von Snapchat oder Instagram. Das sieht aus wie 3D animiert. Hä, das sieht aus wie so ein Filter. Jo, wie krass. Die Ohren legen sich nach hinten. Krass. Okay, das sieht echt crazy aus. Das ist eine heftige Maske. A car was out of control and rolling down a hill when someone jumped through the window to stop it. Wie, he jumped in the window to stop it? Oh mein Gott, der hat sein Leben einfach riskiert. Der ist ins Fenster reingesprungen, um das Auto aufzuhalten. What? Was? Das hätte richtig böse enden können. Das hätte richtig, richtig böse enden können. Der Typ hätte sterben können, aber hätte das Auto nicht aufgehalten, hätten die hier ihr Haus verlieren können. What the fuck? Was für ein kranker Typ, Alter. Junge, der hat damit diese Leute hier gerettet. Weil das Auto wäre voll da reingerast. Und das ist ja, sind ja so, ich sag mal, sehr simpel gebaute Hütten. Wahrscheinlich ist das irgendwo in, so wie es aussieht, würde ich mal schätzen, könnte es irgendwo in Südamerika sein. I found this video of a really bouncy minivan. Junge, warum bounce der so? Digga, das ist ein Geräusch straight aus einem Horrorfilm. One of my subscribers sent me a video of a spider bouncing on their web. Some spiders will bounce like this as a defense mechanism when they are scared. Boah, das finde ich aber gar nicht schön. 2, 1, see ya. These food delivery robots seem to keep having issues. Oh Gott, oh Gott. Das war's mit dem Reifen. No way. A company built hundreds of mini castles to turn them into luxury homes, but the company went bankrupt in 2018 and they still stand there today, totally abandoned. And kann ja nur in China sein, oder? We're like in the mountains too, so it's like beautiful out here. Das sieht für mich irgendwie aus wie so ein Projekt, was Leute in China machen. Einfach so ganz viele kleine Schlösser. This is pretty scary. How would you like to run into this guy underwater? Oh mein Gott, so ein richtig fetter Alligator oder Krokodil oder was auch immer das ist. We now have the ability to turn humans into diamonds by using the cremated ashes from a loved one. The ashes then go into a custom-made graphite crucible where it is turned into pure carbon. It's high pressure, high temperature, and over time, it's going to be transformed into a raw diamond. One of our master cutters takes the rough diamond and cuts the exact shape and size out of that rough diamond. My only goal in life is to be as happy and carefree as this little bird. That's the end of this video. I hope. Oh mein Gott, der arme Vogel. Ich hätte mir so Sorgen machen. Also dem geht's ja gut, aber ich würde mir Sorgen machen, dass er runterfällt. Everyone has an amazing rest of their day, and I'll see you guys again. Oh mein Gott, der Schatz. Again, very, very soon. Later. Alter Schwede. Some minivans will bounce like this as a defense mechanism when they are scared. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.